Der Verzehr von Quallen ist in Europa noch nicht weit verbreitet. Es gibt keine kulinarische Tradition dafür. Aber Asiaten, vor allem Chinesen, essen Quallen schon seit Jahrtausenden. Für sie ist es ein traditionelles Gericht. Le meduse in natura hanno il sapore del mare, hanno il sapore del pesce. In natura schmecken Quallen nach Meer, wie Fisch. Aber die Produkte, die auf dem Markt sind, vor allem die asiatischen Produkte, haben diesen Geschmack gänzlich verloren. Wir arbeiten daran, ihn zu erhalten, um den Geschmack der europäischen Verbraucher zu treffen. Man kann nicht alle Quallenarten essen. Einige von ihnen sind genießbar. Diejenigen, die denen auf der asiatischen Speisekarte stehenden Arten ähnlich sind. Aber es muss noch viel Forschung betrieben werden, um das abzusichern. Andere Arten sind bestimmt nicht essbar, weil sie zu giftig sind. Wenn wir den Nachweis erbracht haben, dass manche Arten essbar sind, das heißt, wenn genügend Untersuchungen für ihre Unbedenklichkeit vorliegen, werden Europäer meiner Meinung nach keine Schwierigkeiten haben, diese Produkte in ihren Speiseplan aufzunehmen.